15 Millionen Jahre ist es her. Ein Meteoritenschwarm schießt auf die Erde zu. Seine Trümmer streifen Mitteleuropa mit verheerender Energie. Nur langsam kehrt das Leben zurück und mit ihm Europas größtes Säugetier, das Dinotherium. Zwischen Schwarzwald und Bayerischem Wald, dem Zentrum der Kollision, ist die Erdoberfläche eingeebnet, das Flussnetz zerstört. In einer neu gestalteten Landschaft sucht sich die Urdonau, die Altmühl, später ihren Weg. Noch mehrmals ändert die junge Donau ihren Verlauf. Aber die Trümmer aus dem All haben die Weichen so gestellt, dass sie als einziger unter den großen Strömen Europas von Westen nach Osten fließen und bei Regensburg den nördlichsten Punkt erreichen wird. Mit 10 Anrainerstaaten heute die Inlasser. Die Donau speist sich aus unübersichtlichen Quellen. Und deshalb wurde im Park der Grafen von Fürstenberg in Donaueschingen einfach emporsteigendes Karstwasser zum offiziellen Anfang erklärt. Hier beginnt die weite Reise der Donau ins Schwarze Meer, der aufgehenden Sonne entgegen. Bei Passau, der Drei-Flüsse-Stadt, wird die Donau erwachsen, gestärkt durch die grünen Gebirgswasser des Inn. In diesem Fall bringt der Nebenfluss mehr Wasser als die Donau mit. Ein Strom von der Gunst der Götter begleitet und verwöhnt. Seit uralten Zeiten schenkte er den Menschen überbordende Fruchtbarkeit und Mobilität, die treibende Kraft jeder Zivilisation. Kelten, Germanen, Skythen, Slawen, Arumenen, Magyaren, viele Völker zog die Donau an. Ihr Wasser erzählt vom Aufstieg mächtiger Reiche und von ihrem oft gewaltsamen Untergang. Ein Strom, der Welten verbindet und trennt. Als das Römische Reich auseinanderfiel, spaltete sich auch die Christenheit an der Donau in einen weströmischen und einen byzantinischen Einflussbereich. Die Entfremdung zwischen den Kulturen wirkt bis heute nach. Über die Donau gelangten die Kreuzritter nach Jerusalem und die Osmanen bis vor die Tore Wiens. Nach der siegreichen Schlacht gegen die Türken am Kahlen Berg wurde Wien zur mächtigen Metropole der Donaumonarchie. Von hier aus herrschten die Habsburger über einen äußerst vitalen, aber auch explosiven Vielvölkerraum. An den Ufern der Donau wurde glanzvoll gefeiert und noch häufiger erbittert gekämpft. Bis in unsere Zeit. Brücken sind oft mehr als nur eine Konstruktion aus Stein und Stahl. Zu den Sternstunden der Geschichte gehört der Brückenschlag zwischen den Städten Buda und Pest. Er hat Ungarn, das historische Stephansreich, im 19. Jahrhundert in die Moderne geführt. Vom Rückfall in Nationalismus und Gewalt erzählen die Stromübergänge von Novi Sad. Der provisorische Ponton in der nordserbischen Stadt behinderte jahrelang den gesamten Schiffsverkehr zwischen Ost und West. Eine Folge des jüngsten Balkankriegs.
1999 hatten NATO-Bomben alle Brücken von Novi Sad zerstört. Gefahren lauern noch heute am serbisch-bulgarisch-rumänischen Dreiländereck. Bei Niedrigwasser taucht es auf, das scharfkantige Erbe aus dem Dritten Reich. Um die Rote Armee aufzuhalten, hatten die Deutschen hier einen ganzen Marineverband versenkt. Mehr als 100 Schiffe. Ein Sturm mit einem unruhigen, aufregenden Lebenslauf. Voller Windungen und Überraschungen. Sie beginnen schon bei der Geburt der Donau in ihrem Quellgebiet. Hier, zwischen den Höhenzügen des Schwarzwaldes und der Schwäbischen Alb, nimmt seit vielen tausend Jahren ein Drama seinen Lauf. Im Untergrund kämpfen Donau und Rhein um die Wasserscheide zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer. Infolge seiner tieferen Lage gräbt der Rhein der Donau immer aggressiver das Wasser ab. Der Höhlenforscher Harald Schetter und seine Kollegen sind dem bedrohlichen Aderlass der Donau auf der Spur. Vor ihnen liegt der Aachtopf, Deutschlands wasserreichste Quelle, der Einstieg zu einer Unterwelt, die ein besonders dunkles Geheimnis der Donau birgt. Was hat der Quelltopf der Aach mit der Donau zu tun? Gehen wir kurz in den Schwarzwald zurück. Auf über 1000 Metern entspringt bei Furtwangen der längste Quellfluss der Donau, die Breg. Jawohl, ohne Aufgehen. Wo beginnt die Donau wirklich? Es sind mehrere Quellflüsse hier an der Bergwiese. Und irgendwo aus irgendeinem Loch raus kommt das Wasser. Und das ist der Anfang der Donau. Der Name Donau, der beginnt erst nach Donaueschingen, nach dem Zusammenfluss von Brigach und Breg. Aber der Ursprung ist viel weiter nördlicher, hier an der Martinskapelle in den Bergwiesen. Da ist für mich der Anfang der Donau. Ganz so einfach macht es die Donau ihren Quellensuchern nicht. 36 Kilometer nach dem Zusammenfluss von Brigach und Breg geht ihr im Kalkgestein der Schwäbischen Alb plötzlich das Wasser aus. Es verschwindet in Löchern am Rand. Ein Fluss, an mehr als 200 Tagen im Jahr vom Erdboden verschluckt. Auch hat die Donau dieses Besondere, schrieb Anfang des 18. Jahrhunderts ein schwäbischer Prälat, dass sich ein Großteil ihres Wassers in die Erde verlieret und wiederum anderswo hervordringet. Mit Farbstoffen lässt sich heute der Weg der Verschwundenen, der sogenannten Schwarzen Donau, ungefähr nachvollziehen. Sie biegt einfach nach Süden ab. Erst nach 14 Kilometern im Untergrund taucht das Wasser wieder auf. Es füllt die Quelle der Aach. Aber ganz gelöst ist das Rätsel noch nicht. Führt der Weg der Schwarzen Donau überall durch ein so enges Höhlenlabyrinth? Oder hat sie den Berg weiter drinnen längst zu einer riesigen Flusshöhle ausgeräumt? Eines fernen Tages, und das sagen Geologen voraus, wird der ganze Höhenrücken in sich zusammenbrechen. Dann wird die junge Donau nicht mehr heimlich, sondern ganz offen über Bodensee und Rhein in Richtung Nordsee fließen. Sechshundert Meter hinter dem Aachtopf ist Endstation. Ein Felssturz versperrt den Weg. Aber nichts konnte die Höhlenforscher davon abbringen, das Geheimnis der Schwarzen Donau weiter zu ergründen.
Vor 14 Jahren setzten sie in einer großen Erdgrube im Aacher Wald zum ersten Mal die Spitzhacke an. Fast jedes Wochenende graben sie sich weiter in die Tiefe, hinter den unterirdischen Höhlensturz. Da machen wir heute 10. Meter für Meter Schacht. Er kämpft mit Dreck und Knochenarbeit. Einer der spannendsten Augenblicke. Fast 100 Meter unter dem Einstieg stoßen die Männer endlich auf Wasser. Das Wasser der Schwarzen Donau. Führt es nur in ein weiteres Felslabyrinth oder endlich zur größten Flusshöhle Deutschlands? An der Wand ein versteinerter Seeigel, völlig unbeschädigt von der Zeit. Vor 140 Millionen Jahren haben noch die Wellen eines Meeres, des Jura-Meers, diese Hohlräume durchspült. Zurück ans Tageslicht, ins obere Donautal. Durch die Kalkfelsen der Schwäbischen Alb bahnten sich zweifellos einmal sehr viel größere Wassermassen einen Weg. Auch auf diesem schlingenreichen Stück wird die junge Donau von ihren Rivalen angezapft. Doch schon füllen neue Bachläufe ihr Bett. Und sobald sie in Sigmaringen die Residenz der Hohenzollern erreicht, verliert der Rhein seine übermächtige Anziehungskraft. Bei Ulm wird die Donau schiffbar. Damit beginnt ihr Oberlauf, der bis zur Hainburger Pforte reicht. Das natürliche Tor zwischen dem Alpen- und dem Karpatenraum ist auch das Grenzgebiet zwischen Österreich und der Slowakei. Durch den Main-Donau-Kanal, die Schiffsverbindung zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer, verliert die Donau ein letztes Mal beträchtliche Wassermengen an den Rhein. Und überall regulieren Staustufen und Kraftwerke ihren Lauf durch Deutschland und Österreich. Nur über kurze Strecken hat der Strom seine naturnahen Eigenarten bewahrt. Die niederbayerische Donau für den Frachtverkehr ein Nadelöhr. Bei der Kirche von Bogen beginnt für Kapitän Manjewitsch, der Kessel einer Brauerei nach Serbien transportiert, die schwierigste Passage auf der gesamten Fahrt. Ihre Gefahren beschäftigen auch die Experten für Wasserbau in Karlsruhe. Sie sind für die Verkehrssicherheit auf der deutschen Donau zuständig. Der Donauabschnitt Straubing-Vilshofen sind in Deutschland die letzten 70 frei fließenden Kilometer der Donau. Das ist das, was über diesen Bereich am meisten bekannt wird. Dieser Abschnitt ist aber auf der anderen Seite auch der einzige Bereich der Donau, wo die größten Herausforderungen an das fachliche Können des Schiffsführers gestellt werden. Unberechenbar wird es vor allem dort, wo die Isar ihre Kieselfracht aus den Alpen in die Donau schiebt. Wenn die Donau Niedrigwasser führt, also geringe Wassermengen abfließen, geringer Sedimenttransport, dann hat die Isar eher Hochwasser, bringt damit Material in die Donau, was sich dann im Mündungsbereich absetzt. Ein Schüttkegel. Dieser Schüttkegel wirkt wie ein natürliches Wehr und staut das Wasser nach Oberstrom auf. Wenn dann die Isar Niedrigwasser hat und die Donau wieder Hochwasser hat, wird der Schüttkegel wieder abgetragen. Und somit ist es ein uraltes Spiel zwischen Donau und Isar. Die einen kämpfen für das letzte Stück Natürlichkeit. Die anderen denken an die Leistungsfähigkeit des Stroms. Ein Konflikt, der nicht nur Vertreter der Wirtschaft und Naturschutzverbände in Atem hält. Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Macht.
Er ist der Schutzpatron der frei fließenden Donau, Altabt Emanuel vom Benediktinerkloster Niederaltaich. Seit dem Mittelalter hat sich das älteste Kloster Altbayerns als Vermittler zwischen verschiedenen, oft auch unversöhnlichen Donauwelten eingesetzt. Nicht zufällig vereint es als einziges Kloster am Strom die West- und Ostkirche unter einem Dach. Liebe Donau- und Regengemeinde, bei schönem Wetter kann jeder segnen. Wir schaffen's auch beim Regen. In abendlicher Stunde haben wir uns hier versammelt, um zum Gedächtnis der Taufe Jesu im Jordan nach dem uralten Brauch der Ostkirche den feierlichen Flusssegen zu spenden. Die Donausegnung, ein Bekenntnis zur Natur, der einzigen Sprache, die in allen 10 Donauländern verstanden wird. Lenke den Lauf der Donau zum Wohle aller, die an ihren Ufern wohnen, und der Schiffer, die auf ihr fahren. Bewahre uns vor schädlichen Überschwemmungen. Erleuchte alle, die vorrangig die wirtschaftliche Nutzung der Donau im Auge haben, damit sie Wege finden, das Geheimnis des Strömenden nicht anzutasten und das Leben zu schützen, das damit verbunden ist. Die 2200 Kilometer stromabwärts, Rumänien, die Bergrücken der Munti Macin. Davor liegt eine der jüngsten Landschaften Europas. Seit dem Ende der letzten Eiszeit wächst das Mündungsgebiet der Donau ständig weiter ins Schwarze Meer hinaus. Heute ist das Delta zwischen drei Armen fast doppelt so groß wie Luxemburg, geboren aus dem Schlamm, den die Donau mit sich trägt. Der nördliche Mündungsarm trennt die Ukraine und Rumänien. Ein letztes Mal zeigt die Donau ihre ganze Beweglichkeit, Weite und Kraft. Das Geheimnis des freien Fließens. Alles verbindet sich mit dem großen Strom, der die Grenzen zwischen Wasser und Land verwischt und seine Bewohner ernährt. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ist Europas größtes Feuchtgebiet als Weltnaturerbe geschützt. Ein Labyrinth aus schwimmendem Schilf, das selbst Ortskundige immer wieder in die Irre führt. Vom Frühjahr bis in den Herbst schätzen Pelikane die seichten Gewässer als Brut- und Jagdrevier. Ein Rentnersport. Er sorgt für Abwechslung im Kochtopf der Fischer. Ukrainer, Rumänen und die Lipowaner, altgläubige Russen. 15.000 Menschen bewohnen heute den Sumpfarchipel. Nur die Donau, die sich in unzählige Wasserarme verzweigt, verbindet die Dörfer untereinander und mit der Welt. Früher hat der Fischreichtum die Menschen ins Mündungsgebiet der Donau gelockt. Seit 20 Jahren ist die Ausbeute um mehr als die Hälfte geschrumpft. Die jüngeren Generationen wandern längst stromaufwärts gen Westen ab. Ein Lebensraum, der seine Vielfalt den Schwankungen des Wasserspiegels verdankt. Mit Schwimmkissen in Blättern und Stängeln hat sich die Wassernuss der unbeständigen Umwelt angepasst.
unvorstellbare Mengen an Schwebteilchen schafft die Donau herbei. Der Nährboden für künftiges Land und Fruchtbarkeit. Mit ihren Kollegen vom rumänischen Biosphärenreservat wacht die deutsche Biologin Erika Schneider im Auftrag des WWF über ein Naturparadies, einen Garten Eden mit Schattenseiten. Wertvoller Schlamm, aber auch Schadstoffe. Alles, was die Donau mit sich bringt, konzentriert sich hier auf ihrer letzten Wegstrecke ins Schwarze Meer. Und bis heute leidet das Delta unter den Folgen des Balkankriegs. Die Zusammensetzung dieses Kleintierzoos ist die Messlatte für den aktuellen Zustand der Gewässer, eines Ökosystems, das wie kein anderes vom ungehinderten Fließen lebt. Das ist ein Raum mit ständigen Veränderungen, aber es hat auch in sich doch ein relatives Gleichgewicht, geprägt durch den Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser und durch die Dynamik nicht nur der Wasserstände, sondern auch die Dynamik des Substrats. Das heißt, es finden Umlagerungen statt, es findet Abtrag von Material statt, von Uferböschungen, die anderswo wieder angelandet werden. Aufgrund dieser Dynamik entstehen dann auch immer wieder neue Lebensräume. Und diese wiederum sind die Grundlage für die Entstehung eines sehr, sehr vielfältigen Lebens am Fluss. Ein Donaukammmolch, heimisch in den sumpfigen, wasserreichen Gebieten der Delta-Region. Näher an der Küste stößt man plötzlich auf einen ganz anderen Lebensraum, auf uralte Eichenwälder, auf Steppeninseln und Sand. Die Dünen von Leta und Kara Orman. Vor 3000 Jahren hat die Donau im Zusammenspiel mit Meereswellen und Wind diesen ehemaligen Küstenwall geformt. Von hier aus wuchs das Mündungsgebiet weiter nach Osten, bis zur heutigen Schwarzmeerküste. Das dynamische Wachstum des Deltas auf einem Satellitenbild. Die alten Dünen und der künftige Landgewinn. Das Delta wächst an seinem nördlichen Arm, und zwar am Kiliarm, der der wasserreichste ist. Er führt über 50% der Gesamtwassermenge der Donau mit. Hier kann man vor unseren eigenen Augen sehen, wie das jüngste Territorium Europas entsteht. Neuland entsteht auch am südlichen St. Georgsarm. Erst seit einem halben Jahrhundert existiert die schmale Insel Sakhalin. Süß- und Salzwasser vermischen sich in der Lagune, dem Festland von morgen. Aber Rumänien verliert auch Land ans Meer. Jedes Jahr verschwinden zwischen dem südlichen und dem mittleren Donauarm 10, 15 Meter Badestrand. Schuld ist vor allem der Sulina-Kanal. Die Schifffahrtsstraße führt, künstlich verlängert, kilometerweit ins Schwarze Meer hinaus. Durch die Dämme wird das Schwemmgut der Donau aus dem Norden zurückgehalten. Es kann nicht mehr wie früher an der rumänischen Küste anlanden. Sulina, einst blühende Handelsstadt am Ende des großen Stroms. Ihr Reichtum zog Kaufleute und Matrosen aus aller Herren Länder an. Vergangenheit. Wie vieles an diesem Ort, der für den Austausch von Gütern stand, für das Miteinander vieler Kulturen, Sprachen und Religionen, für Mobilität. Auf dem Friedhof von Sulina fanden sie alle ihren Platz. Die griechisch-orthodoxen, die Beamten der Europäischen Donaukommission, die Repräsentanten des donauländischen Judentums und Moslems. Zusammengewürfelte Lebensläufe, eine untergegangene Welt.
Die Zeit, sinnierte an den Ufern der Donau der römische Kaiser Mark Aurel, ist wie ein Strom, der alles mit sich nimmt. So gut wie nichts ist von Dauer. Der große Strom, Dan, so nannten ihn die indoeuropäischen Einwanderer, Ister die Griechen. Im 1. Jahrhundert vor Christus tauchen die Römer zum ersten Mal an der Donau auf. Sie bleiben fast ein halbes Jahrtausend. In den Donauprovinzen verbreitet sich die römische Zivilisation. Eine Lebensqualität, von der noch heute viele Donaubewohner nur träumen können. Unter den Römern wird die Donau zur Grenze gegen die Barbaren am linken Flussufer ausgebaut. Die Stromlinien Donau und Rhein markieren jetzt die nördlichen Ränder des Imperiums. Sie sind von Wachposten, von militärischen Stützpunkten und Städten gesäumt. Der Mittellauf der Donau ist für die Römer und alle Großmächte, die ihnen folgen werden, besonders interessant. Eine Schlüsselstelle, der Durchbruch der Donau durch die Karpaten, das berüchtigte Eiserne Tor. Anfang des 2. Jahrhunderts fahren römische Kriegsschiffe durch die Karpatenschlucht. Das Gold der Daker hat sie hierher geführt. Sie verstärken ein riesiges Heer, das unter Kaiser Trajan über den Fluss ins heutige Rumänien marschieren wird, ins Reich des legendären Dakerkönigs Decebalus. Gedenktafeln und Siegessäulen erinnern an den Triumph der Römer über die schroffe Natur, über die Barbaren und an eine besondere Glanzleistung der römischen Zivilisation. Das Wunderwerk antiker Technik, das einmal beide Ufer der Donau verband, beschäftigt auch die Belgrader Archäologin Gordana Karovic und ihr Team. Schatzsucher auf schwierige Aufgaben spezialisiert. Das ist der bedeutendste Schatz, den man unter Wasser finden kann. Die Trajansbrücke war ja die größte Brücke der Antike. Was uns vor allem interessiert, wie wurde die Brücke gebaut? Unter Wasser? Mit Hilfe von Caissons, also Kastendämmen? Oder wurde die Donau umgeleitet? Das kann nur die Unterwasserarchäologie beantworten. Aufbruch zu einem ganz gegenwärtigen Kampf gegen Strömungen und eine oft miserable Sicht. Die Trümmer der Brückenpfeile aus Kalkstein, Ziegel, Mörtel und Holz liegen 8 Meter tief über das ganze Flussbett verstreut. Im Fundament des 6. Pfeilers eine erstaunlich gut erhaltene Holzkonstruktion. Von 20 Pfeilern getragen und in nur 2 Jahren fertiggestellt, überwand die Brücke einen damals noch flachen, aber mehr als 1 Kilometer breiten Strom. Über sie zog Kaiser Trajan mit 100.000 Mann gegen die Daker in den Krieg. Die Trajansbrücke war Vorbild für das 8. Weltwunder des Mittelalters, die Steinerne Brücke in Regensburg. Auch an der deutschen Donau, in der Römerstadt Castra Regina, wird die antike Vergangenheit wieder lebendig. Vom Nachbau einer 22 Meter langen Kriegsgaleere versprechen sich Experten und Studenten der Altertumswissenschaft neue Erkenntnisse über die Flussschifffahrt der Römer. Die Meister der Verbundarbeit und Mobilität
hatten solche Schiffe schon serienmäßig hergestellt. Sie haben erkannt, dass im Binnenland gegenüber dem Transport auf Mauleseln etwa oder auf Fuhrwerken der Transport über die Flüsse sehr viel mehr Vorteile bietet. Rhein und Donau sind nicht nur gewählt worden, weil es klare Wasserscheiden waren als Grenze gegenüber dem Barbarikum, sondern man hat sie auch ausgewählt, weil es Transportlinien waren. Also hier konnte man Waren in großen Mengen für die dort zusammengeballten Truppen transportieren. Und zum anderen gibt es natürlich den Verteidigungsgedanken. Also man kann auf Flüssen natürlich auch sehr gut Verteidigung organisieren. Eine Testfahrt mit der Turbogaleere aus der Römerzeit. Sie war die Allzweckwaffe einer Weltherrschaft, die zunehmend von außen bedroht, ihre Schlagkraft und Verteidigungsfähigkeit immer häufiger auf der Donau beweisen musste. Dieser Schiffstyp, der Navis Lusoria, wurde entwickelt im Grunde im 3. Jahrhundert nach Christus und spielt dann in der Spätantike eine ganz bedeutende Rolle. Wir wissen, dass hunderte dieser Schiffe eingesetzt wurden. Im Durchschnitt etwa, wenn man es hochrechnet, vielleicht so alle 3 Kilometer haben wir ein solches Schiff zu veranschlagen. In der Völkerwanderungszeit kommen eben auch gerade aus dem Osten immer neue Völkerschaften nach und die Anwohnenden werden gedrängt. Suchen neue, sichere Siedlungsplätze, suchen wirtschaftlich gesicherte Verhältnisse. Und deshalb drängen immer mehr diese Völkerschaften dann ins Imperium. Da spielen eben diese Schiffe eine ganz große Rolle, um gerade die Flussgrenzen dann dicht zu machen. Der Mittellauf der Donau, ein beliebtes Einfallstor ins Römische Reich. Freigelegt wird die Hafenstadt Viminatium im heutigen Serbien. Das Pompeji des Balkans. Dort überraschte der Vesuv die Bürger im Schlaf. Hier machten die Hunnen unter König Attila im 5. Jahrhundert nach Christus die Stadt dem Erdboden gleich. Was von ihr übrig blieb, ist heute für die Archäologen eine Art goldenes Land, das Stück für Stück dem Vergessen entrissen wird. Viminatium ist nicht nur deshalb bedeutend, weil es damals die Hauptstadt der römischen Provinz Moesia Superior war und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Es ist uns als Fundort erhalten geblieben, weil das Gelände der ehemaligen Stadt und des Militärlagers, der Standort der 7. Legion, nicht wieder überbaut wurde. Das macht Viminatium für uns heute so interessant. Zwei Aquädukte, zwei Wasserleitungen führten in die Stadt. Sie versorgten bis zu 30.000 Einwohner. In Viminatium waren nicht nur Elitesoldaten stationiert. Es war auch eine Hochburg der Künstler. Dafür sprechen Grabbeigaben und andere Funde. An der Schnittstelle von Einflüssen aus Ost und West hat diese Donaustadt in der Spätantike eine kulturelle Vorreiterrolle gespielt. Einige der 13.000 Gräber sind mit Fresken geschmückt. Sie stammen aus einer Zeit, als das Christentum Staatsreligion des Römischen Reiches wurde. Es sind Gräber aus dem 4. Jahrhundert. Sie wurden von einer Künstlerwerkstatt ausgemalt mit einer ganz eigenständigen Freskenmalerei. Wir haben das Porträt einer jungen Frau entdeckt, dargestellt mit einer Technik, die in der Malerei erst viel später auftauchen wird. Der Künstler hat hier wirklich Einmaliges vollbracht. Durch die raumgreifenden Aktivitäten eines Braunkohlereviers geraten die Archäologen in Viminatium zusehends unter Druck. Das Hinterland am Eisernen Tor. Seit 7000 Jahren werden hier Kupfer- und Golderze abgebaut. Sie hatten schon in vorrömischer Zeit Mykener und Kelten in die abgelegenen Karpatentäler gelockt. Bodenschätze, wildreiche Wälder und günstige Voraussetzungen für Landwirtschaft, das waren seit eh und je die Entwicklungsmotoren
dieser Region. In der fischreichen Donauniederung führen die Spuren menschlicher Tätigkeit sogar noch weiter in die Vorgeschichte zurück, in die Morgendämmerung der europäischen Zivilisation. Mitten im Eisernen Tor, hier ist die Donau durch ein Kraftwerk zum See gestaut, haben Archäologen Überreste einer steinzeitlichen Kultur entdeckt. Sie entwickelte sich auf den Uferterrassen von Lipinski-Wirr, einem fischreichen Strudel. Vor 9000 Jahren schufen Menschen im Einklang mit dem Wasser, ihrem Lebenselixier, die ältesten großen Steinskulpturen Europas. Ein Stück Ewigkeit. Erstaunliche Kenntnisse der Geometrie verraten die Hütten von Lipinski-Wirr und ihre Anordnungen zur Donau hin. Sie erzählen von den ersten Experimenten um Heerstreifen der Jäger und Sammler mit gesellschaftlicher Organisation. Auf ihr Wissen bauten die ersten wirklich sesshaften Bewohner der zentralen Balkanregion. Ihr Zentrum war Vinča, ein strategisch idealer Ort, 14 Kilometer vom heutigen Belgrad entfernt. Die Donau ist das Rückgrat dieser Region. Wenn Sie sich in einem Kreis um Vinča bewegen, stoßen Sie auf 5, 6 wichtige Ströme des Balkans. Damals verlief die Kommunikation zwischen entfernteren Gegenden zwangsläufig über das Wasser. Die Donau und ihre Nebenflüsse waren eine Art Autobahn, die Menschen miteinander verband. Auf dem Wasserweg breitete sich vor 7000 Jahren die Vinča- oder auch Donau-Zivilisation in ganz Südosteuropa aus. Sie hinterließ kaum Waffen. Dafür eine hauchdünne Keramik und andere Beweise einer Kultur, die den Begriff Zivilisation zu Recht verdient. Gerade graben wir die jüngste Zeitschicht der Vinča-Kultur um 4200 vor Christus aus. Die letzte Stufe ihrer Entwicklung. Bis dahin erlebten die Menschen über 1000 Jahre einen ständigen Fortschritt. Das ist in Europa einmalig. Das haben wir nie wieder erlebt. 1000 Jahre Frieden, 1000 Jahre Wohlstand. Die Festungsstadt Belgrad an der Mündung der Save in die Donau. Hier lagen sich Habsburger und Osmanen, die beiden beherrschenden Großmächte des Donauraums, 200 Jahre lang feindselig gegenüber. Dutzende Male wurde die heute drittgrößte Donaumetropole im Lauf ihrer Geschichte zerstört. Das Nationalmuseum im Zentrum. Einer seiner Kuratoren ist auf dem besten Weg, endlich mehr Licht in ein dunkles, bislang heftig umstrittenes Kapitel der Vinča-Zivilisation zu bringen. Auf vielen Tonscherben aus der Vinča-Zeit sind rätselhafte Zeichen eingeritzt. Handelt es sich um Töpfermarken? Oder haben es die Wissenschaftler mit der Entstehung der ersten Schrift auf dem europäischen Kontinent zu tun? Andrej Starovic hat alle Zeichen und Symbole, die man im Donauraum gefunden hat, systematisch erfasst. 1500 an der Zahl. Eine ernsthafte Diskussion kann beginnen. Die Antwort auf die Frage, ob die Vinča-Zivilisation eine Schrift kannte, ist nicht nur für Archäologen spannend. Sie ist von wesentlicher Bedeutung für unser Verständnis vom Entstehen Europas. Was heute die europäische Zivilisation ausmacht, erschiene in einem ganz neuen Licht, wenn sich tatsächlich erweisen würde, dass auf dem Gebiet zwischen Donau und Don schon 7000 Jahre vor unserer Zeit die erste Schriftkultur Europas entstanden ist. Längst haben die Versprechen der Vinča-Zivilisation die internationale Fachwelt angelockt.
Wir haben über 150 Jahre lang mit einer Tradition gelebt, die uns die Archäologen in Mesopotamien gelehrt haben, wonach die Wiege der Zivilisation in Mesopotamien stand. Nun haben die neuen Funde hier in Vinča und an anderen Orten Südosteuropas gezeigt, dass die Europäer keineswegs Barbaren waren, die erst zivilisiert werden mussten, sondern dass sie selbst das erste Experiment der Zivilisation unternommen haben. Wir müssen uns definitiv an eine neue Sicht gewöhnen. Das heißt nicht, den Nahen Osten fallen zu lassen. Wir sollten uns nur mit beiden Entwicklungen beschäftigen und endlich damit anfangen, über die Zivilisation des alten Europa zu schreiben. Leben wir mit dem Echo einer Schrift, die sich im Südosten Europas an den Ufern der Donau entwickelt hat, mitten in einem landwirtschaftlich geprägten Raum? Hat hier ein Gemeinwesen, das aus friedfertigen und gleichberechtigten Donauanwohnern bestand, eine der ersten Hochkulturen der alten Welt hervorgebracht? Fragen an einem Strom, der vor allem durch seine Festungen und Schlachtfelder, durch seine Heerstraßen und durch seine Abgrenzungen zwischen den Nationalstaaten Weltgeschichte geschrieben hat.